Leute, ich bin neugierig. Ich werde mich heute an eine neue Foundation probieren. Und zwar probieren wir heute gemeinsam die Blur Me Foundation von NYX. Die ist schon etwas älter, aber ich habe es noch nicht geschafft, die hier zu testen. Und deswegen machen wir das jetzt mal gemeinsam. Ich habe meinen Pinsel, meinen Foundation Brush von Real Techniques. Und ich würde sagen, wenn du neugierig bist, dann bleib jetzt gerne dran. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich weiß nicht, Leute. Also ich finde, die ist schon ein bisschen pudrig und hat eine mittlere Deckkraft. Ich hole euch jetzt mal ganz nah ran. Könnt ihr das sehen, dass es hier eigentlich noch relativ unbedeckt ist? Also so richtig High Coverage definitiv nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, dann bleibe ich doch lieber bei meiner Fit Me Foundation. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Hoffnung gehabt, dass das Ganze ein bisschen mattierender wirkt. Es ist auch tatsächlich ein bisschen mattierender, aber es ist immer noch feucht und es ist absolut nicht Full Coverage. Ne? Also, was soll ich sagen? Hat ein bisschen mehr erwartet von der NYX Foundation. Ich fand die Beschreibung aber recht gut. Also, es ist auf jeden Fall eine leichte Deckkraft. Hauttyp, fettig, ölig, Mischhaut, normal, reif, sensibel, empfindlich, trocken und unrein. Produkteigenschaft vegan, Applikation flüssig, wird aber pudrig. Also das ist auch das, was ich wahrnehme. Eine mittlere Deckkraft mit Blur-Effekt hält den natürlichen Hautton auf. Okay. Kann Pigmentstörungen ausgleichen mit Matcha-Pulver als Antioxidant, Seidenpuder und aufhellendes Niacinamidpuder. Okay, dann ist das wohl eher so eine pudrige Foundation. Das habe ich auch ehrlich gesagt so wahrgenommen. Ja, das könnt ihr dann hier auch sehen, ne? Mittlere Deckkraft ist, glaube ich, nicht so meine Foundation. Ich glaube, ich muss weitersuchen. Preislich liegt die Foundation bei 10,95 €. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde ein wenig happy damit. Muss ich weitersuchen. Das ist auf jeden Fall ein Video für euch, dass ihr euch eine Vorstellung von der Foundation machen könnt. Und ich würde es ehrlich gesagt begrüßen, wenn ihr mal eure Kommentare schreibt, was ihr zu der Foundation denkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, das Video hat geholfen. Für mehr Beauty gerne das Plus wegmachen.